Da werden wir vielleicht heute auch mal einen Blick drauf werfen. Und hier kommt er schon vorbei, unser neuer Zug. Einer von unseren neuen elektrifizierten. Ah, jetzt kommt man ganz kurz gerade sehen, dass er hier mehrere Gelenke hat, hier die Lok. Er hier die Lok. So, ja, fantastisch hier. Halb voll ist der Zug. Ich hoffe, ihr habt den ganzen Käse verstanden, den ich gerade von mir gegeben habe. Okay, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen Strom geben. Hey, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist Professor Fox wieder. Ich präsentiere euch heute wieder Transport Fever 2 und wir lassen mal die Zeit ein bisschen laufen. Und jetzt schaut doch mal hier die Diagramme. Ja, gut. Der rote Wert ist der Wert insgesamt von unserem Unternehmen hier und der Kontostand hier, das kennt ihr ja hier. Hier kann man deutlich sehen von der letzten Episode, dieser böse Knick hier, die Elektrifizierung unserer Züge. So, ja, Punktezahl, mein Gott, was sagen uns die Punkte, keine Ahnung. Ach, hier stehen ja die Punkte alle, aber das gucken wir uns jetzt nicht alles an. Schönes Häuschen, gell? Super, und jetzt schauen wir uns mal hier um. Wir sind ja hier in Hill Valley. Wir wissen, dass wir wissen das ja, weil wir hier unser Hauptquartier gebaut haben. Jetzt seht euch mal die Straßen an. Und die Straßenlaternen hier. Wahnsinn. Das ist jetzt die Moderne. Ja. Und das hier, das war ein sehr alter LKW. Und hier haben wir noch eine alte Straße. Das sind alles neue Straßen hier, Leute. Guck mal hier. Moderne Welt jetzt hier. Ja. Die Welt ist so modern, aber die Städte sind immer noch so klein hier. Normalerweise. Ihr wisst ja, was ich meine, gell? Ja, und da sind wir auch schon, gell? Das ist der Hauptbahnhof hier. Wo immer noch so viele Menschen irgendwie warten, irgendwo hinzukommen. Da werden wir vielleicht heute auch mal einen Blick drauf werfen. Und hier kommt er schon vorbei, unser neuer Zug. Einer von unseren neuen elektrifizierten. Da drin sitzt, ja, etwas mehr als die Hälfte. Ah, jetzt kommt man ganz kurz gerade sehen, dass er hier mehrere Gelenke hat, hier die Lok. Er hier die Lok. So, ja, fantastisch hier. Halb voll ist der Zug und das sieht eigentlich gar nicht so gut aus, denn wenn so ein Zug nur halb voll ist, mal gucken, wie voll der jetzt wird. Das müssen wir uns halt auch mal anschauen. Na komm, beeilt euch mal. Extra noch einen Waggon angehängt. Und jetzt sind nur 27 Stück da drin. 27 Personen. Tja, schade. Hill Valley Richtung Norden. Gehen wir mal auf die Linie. Ja, enorme Ausgaben. Gell? Also wir lassen es jetzt erstmal bei dieser einen Sache mit Strom. Ich weiß nicht, warum jetzt hier die Kosten so zu Buche schlagen. Die Linie färbt sich etwas rot. Wie auch immer, wir haben ja im Norden noch ein bisschen was zu erledigen. Und da werden wir uns jetzt mal hinbeamen hier. Mit unserem sehr schnellen Flugzeug. Zack, und schon sind wir wieder hier oben. Bei unserer gerade gebauten Geschichte hier. Werkzeugfabrik und so. Ja, wie ihr jetzt sehen konntet. Oh, ist ja belastet. Ein bisschen. Ja, wir werden jetzt ganz schnell für Seattle erstmal hier auf jeden Fall erstmal die Werkzeuggeschichte hier anbinden. Denn das ist nötig. Danach komme ich zu näheren Details. So, hier sehen wir Werkzeuge hier drüben. Jetzt hätte ich es beinahe hier hingebaut. Ja, wo können wir denn das am besten palazieren? Dass wir hier auch möglichst viel Anschluss haben. Dass die immer alles so scheiße bauen irgendwie. Ja, sorry, aber es ist so, gell. Jetzt müssen wir hier schon wieder ein Gebäude abreißen. Weil wir sonst hier keine... Guck mal, das geht bis hier drüben hin. Eigentlich müssen wir hier in der Mitte irgendwo hin. Wo kommen wir mit den Fahrzeugen? Binden wir uns am besten hier an die Hauptstraße zwischen den Orten. Ja, dann kommen wir doch hier irgendwo, können wir doch hin. Ich habe gedacht, vielleicht, ich habe mir das vorhin schon mal angesehen, vielleicht gehen wir hier einfach auf zwei Stationen. Also, dass wir jetzt hier eine hinmachen. Die hier anliefert, ja. Das ist gerade ein bisschen schwer, ey. Die Stadt ist ja gewachsen, das ist ja nicht normal, oder? Wo gehen wir denn hier mal hin? Dass wir möglichst viele Gebäude einreißen hier. Warte mal kurz, Pause machen. Vier Gebäude.
Tja, schade. Das ist doch schade, gell? Hätten wir mal früher dran denken müssen, aber mein Gott. Wir denken an so viel jedes Mal, gell? Eine Sekunde, vielleicht. LKW-Station? Tja. Was hier hin machen? Haben Sie hier daneben noch Platz zum Bauen? Furchtbar. Ah gut, wenigstens ist das eine Gebäude hier erhalten geblieben. Ja gut, jetzt werden wir sofort hier am besten parallel. Und ihr seht schon, die Straßen sind neue hier jetzt. Wir haben jetzt ganz neue Straßen jetzt hier. Landstraßen zum Beispiel hier mit 80 km/h. Ja, ich finde das fantastisch. Also jetzt, das muss passiert sein, Januar 1925. Das würde sich logisch anhören. Wenn es hier abgehen würde, kriegen wir nur rot. Super. Ja, das sind richtige Landstraßen jetzt. Also nicht mehr so ein Käse, wie wir es bisher hatten. Hier diese Schotterpisten da. Jetzt müssen wir das alles ein bisschen modifizieren hier. Na komm. Ein bisschen schicker darf es doch aussehen, oder? Machen wir den Bogen weg. Was ist denn hier los? Eieiei. Stückeln wir mal ein bisschen, gell? Ah, das sieht doch gut aus. Ja, wunderbar. Guck mal, das ist ein richtiger Landstreifen. Ich finde das geil, ey. Jetzt ist alles. Also, es wirkt alles viel moderner jetzt irgendwie, gell? Jetzt werden wir die hier auch noch aktualisieren, aber wir werden uns später um die ganzen Straßen hier werben. Wir haben sehr viel vor uns eigentlich, wenn wir das alles. Die ganzen Straßen hier aktualisieren wollen hier. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt müssten wir an das zweite Terminal gehen am besten. Dass wir sagen können hier. Also machen wir eine neue Linie. Und hier drüben habe ich bewusst in der Stadt gleich zwei gemacht und nicht nur eins. Ich hatte eigentlich nur vor, eins zu machen, um Platz zu sparen. Aber mein Gott, was macht das für einen Unterschied, gell? Ich meine, wenn jetzt hier zwei Terminals sind, hat man doch den Vorteil, dass man sagen kann, da könnte man auch noch was anderes hinschicken, weil später muss man dann wieder Gebäude abreißen. Das ist dann wieder negativ, gell? So, jetzt werden wir hier mal ein paar Fahrzeuge drauf schicken. Ach so. Immer langsam. Warte mal. Werkzeuge. Seattle ist das, gell? Können wir gleich mal benennen. Dann haben wir es nämlich gleich richtig. Seattle. Ja, ist ja eine geile Stadt, gell? Also der Name ist schon so strange irgendwie. Strange. So, also. Du sollst hier laden. Ja, soll er vollladen? Die Frage stellen wir uns jedes Mal. Wir lassen es einfach dabei. Also auf jeden Fall soll er hier laden und zwar Werkzeuge, ja? Ja, entladen soll er auch gar nichts. Hier soll er gar nichts laden und alles entladen. Alles gut. So, perfekt. Wir können direkt Fahrzeuge schon drauf schicken. Und diese Straßen, was haben die jetzt hier? 80 km/h. Geht ja richtig rund jetzt hier. Aber mal gucken, ob wir vielleicht sogar neue Fahrzeuge hier haben. Nein, das hätten wir doch gesehen, Mensch. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt hier wieder diese neuen nehmen wollen hier. Für Werkzeuge. Alle Güter. Ja, der nimmt jetzt hier nur 6 Stück, gell? Und hier oben, bei dem LKW, dann nimmt er 7 halt, ja. Und der ist... Moment, der ist doch schneller, oder? Nee. Ja, wie auch immer. Und was ist jetzt hier? Der nimmt 9. Ist aber langsamer dafür. Was? Ich weiß nicht, was das immer soll. Aber kein Problem. Wir kaufen hier mal... machen wir mal 15. So. Auf die Linie Seattle. Und los geht's schon. Und jetzt werden wir hier natürlich erstmal die Straßen modernisieren. Ja, das können wir gerade machen, weil dann sieht's halt ein bisschen
ordentlicher aus hier, gell? Wir sorgen für Ordnung hier. Ja, hier brauchen wir, glaube ich, nichts. Das ist jetzt natürlich eine Landstraße, gell? Und innerorts sind es dann halt andere Straßen. Also hier sehe ich, die sind auch noch nicht alle so... Warte mal, was haben wir hier? Zweispur, geschwindigkeitsbeschränkt? Wieso denn das? Ach, verkehrsberuhigte Zone. Okay. Ja gut, in der Industrie brauchen wir sowas nicht. Das ist ja Käse. 50 km/h ist hier Standard. Ach, hier werden wieder Gebäude entfernt. Warum denn das? Hm. Oh, hier, ach ja. Genau, und diese Aktion hat mich natürlich in Hill Valley auch ein bisschen Geld gekostet. Wir haben es gerade gesehen hier. Gebäude werden verschoben. Ja, ist klar. Als ob man Gebäude einfach so verschieben könnte. 12 Gebäude verschieben. 700.000. Aber ich meine, das sind jetzt Wohngebiete. Ach, das kann einem eigentlich egal sein. Nee, ach, was braucht denn da schon? 50 km/h. Ich wohne auch in einer 30-Zone. Manchmal fahren sie durch. Gefühlt mit 80. Eigentlich brauchen wir nur unsere Straße, die hier reinführt, beschleunigen. Und dann ist die Sache doch gut. Boah, lassen wir das mal so. Okay, wir haben lange nicht mehr nach ÖPNV geguckt, gell? Hab ich so jetzt gerade das Gefühl gehabt, als ich hier die Aufnahme gestartet habe. Was haben wir hier? Ja, der Mac immer noch, gell? Fahrzeuge verwalten. Der Mac. Mac. Ja, ich hab den Schneider schon, gell? Der fährt schneller. Ja, können wir gerade mal ersetzen. Ach so, das macht er ja jetzt. Okay. Ja, das ist halt alles auch nicht so einfach. Ich will nicht wissen, ob vielleicht irgendwo in einem dunklen Dorf, irgendwo in Hintertupfingen hier, vielleicht doch noch irgendwo ein Pferdchen rumrennt. Falls ihr eines seht, dann sagt mir Bescheid. Und schickt es am besten gleich in unsere Pferdegeburtenzentrale zurück. Also hier die Sache scheint gut zu funktionieren. Nur, das ist einfach herrlich, oder? Hier mit den... Ist auch ein kleiner Baufehler drin. Guck mal da. Oh mein Gott, das kennen wir ja schon. Das ist sehr gefährlich. Auch hier der Tunnel ist so ein bisschen... Naja. So. Ja, gut. Ja, guck mal hier. Ja klar, das ist halb voll. Wie sieht's jetzt hier? Ach, hier kommt er gerade rein. 185 stehen bereit. Ja, gut. Lass gut sein. So. Hier kommen schon die ersten LKWs, die nichts dabei haben. Warum denn dieses jetzt? Ihr sollt ja eigentlich Werkzeuge... Ah, okay, jetzt kriegen sie... Wir werden das später prüfen. Wir kennen das Spielchen ja. Kennt ihr doch alles schon. Ja. Wir gucken uns jetzt mal was aus. Ach so, vorher können wir natürlich mal hier unsere... Guckt euch das an hier. Das ist so geil hier. Industrielles Hightech, genau. Super, jetzt werden wir hier mal gucken, wie das hier so aussieht. Levelaufstieg ist schon erfolgt. Wir haben zu wenig Eisen. Also jetzt würde ich sagen, kann man auch tatsächlich mit Eisen da nochmal ein bisschen nachlegen. Aber die Frage ist, brauchen wir auch so viel Eisen? Oder brauchen wir vielleicht weniger Kohle? Weil dann können wir das mal ein bisschen verlegen. Denn hier rum geht's ja. Ach du Alarm, guck mal hier. Ja, so viel Kunststoff. Wir brauchen wirklich mehr Eisenerz. Also das werden wir jetzt sofort ankurbeln. Ihr wisst ja, wie das geht. Hier. Ah, wir gucken uns das mal an, wie viele da jetzt insgesamt unterwegs sind. Hier hinten treffen sich die Linien. Da wo sich, so. Also da sind 60, da sind 40. Ja, dann werden wir hier einfach mal hergehen. Auf der Eisenlinie. Ja, wie viel schicken wir da drauf? Der Plan-LKW ist immer noch der beste eigentlich für die ganze Geschichte, gell? Ah, 5 Stück hier, komm. Wir gönnen uns heute mal wieder was. Na, ich meine, unser Konto gibt's ja auch her, gell? Die Sache ist jetzt einfach... Wo kommen die jetzt raus? Wo ist das Depot hier drüben? Ich dachte, vielleicht haben wir da... Nein? Wo ist unser Depot? Hallo, bin ich blind? Depot da drüben, da ist Depot. Nee, ich dachte, wir hätten hier noch Fahrzeuge drin. Der Punkt ist ja, gell?
Ich dachte, wir tun hier ein bisschen weiter elektrifizieren, also die Dampflok ein bisschen ablösen. Aber das Problem ist ja, gell, eigentlich, dass wir... Ja, wir müssen gucken, wo wir das einsetzen. Ihr seht, die Linie Richtung Norden läuft plötzlich gar nicht mehr so gut. Und die zweite Nordlinie habe ich vorhin gesehen. Komischerweise lief die auch nicht so gut. Ich verstehe so ganz warum. Ich dachte an die zweite Linie, dass wir die vielleicht auch auf Strom komplett machen können. Denn wenn ihr jetzt mal hier guckt, guckst du hier? Da ist ja auch die zweite Linie, die hier fährt. Würde sich ja anbieten, hier auf Elektro umzustellen. Aber ich war beim letzten Mal vielleicht auch ein bisschen übermotiviert und habe gleich Waggons und keine Anhänger angehängt. Also theoretisch... Guck mal hier, die Steine, geil. Die können noch mehr vertragen. Theoretisch können wir die einfach mal umstellen auf Elektro. Und dann sind wir da wenigstens schon ein bisschen schneller unterwegs. Wieder ein paar Tenwheeler aus dem Weg räumen, sag ich mal. Modifications hier aktivieren. Also erstmal hier den rausschmeißen. Diesel haben wir noch keine hier, gell? Ja, machen wir den erstmal rein hier. Gönn dir was. Was ist das denn? Fahrt rückwärts? Fährt rückwärts. Ach so. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Guck mal hier. Der fährt 110. Wenn ich den jetzt verschiebe, fährt er immer noch 110. Gut, machen wir das so. 23 Millionen. Zack. Oh, kein elektrischer Weg. Oh. Jetzt habe ich eine Frage. Seht ihr das? Ein Zug hat es bekommen, der andere nicht. Hä? Wir drücken kurz Pause. Das ist mir unheimlich. Er hat doch beide auf Modifizieren gestellt. Er hat nur einen ersetzt und sagt, es gibt keinen elektrischen Weg. Da habe ich jetzt Probleme mit. Zug 45 hätte ich gerne auch sowas. Okay, ich meine, ich weiß ja, was gemeint ist. Wir werden jetzt die Linie hier mal ganz gemütlich aufrufen. Ich bin heute irgendwie ein bisschen gemütlich drauf. Oh. Oh, was ist das? Wieso? Kein Weg gefunden. Damit meint er vielleicht, dass nach Columbia, genau, Richtung Inglewood kein Strom fließt. Das ist natürlich richtig. Aber die Darstellung, also die schriftliche Hill Valley 92 nicht verbunden werden. Also ich meine, die Fehlermeldung ist ja in Ordnung, ist ja richtig. Aber ich finde es ein bisschen nicht so sehr schön gemacht. Eigentlich müsste da stehen, hallo, wir brauchen hier Strom. So. Was ist denn hier? Ach, okay. Ja. Dazu komme ich gleich. Ah ja, hier haben wir es ja. Meine Güte, ich bin ja heute etwas verwirrt hier. Wie kommt denn das? Warum denn dieses? So, wir werden hier mal elektrifizieren hier für 3000 Dollars. Ich will nicht wissen, wie oft ich in letzter Zeit Euro gesagt habe, weil das sind ja keine Euros, gell? Das sind ja... Wir sind ja hier im Dollarland. Übrigens, habt ihr schon mal einen Dollar in der Hand gehabt hier? So dieses Papiergeld, was die da drüben benutzen, um auf der Toilette, beziehungsweise ich meine natürlich im Geschäft, einkaufen zu gehen. Ha, 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 ha. Habt ihr schon mal einen Dollar in der Hand gehabt? Also ich habe ein paar zu Hause. Wir waren mal auf einer Reise, wo man uns gesagt hat, also wir waren nicht in der USA, aber auf einer Reise, und zwar nach den Kapverdischen Inseln. Und dort wurde uns, man hat uns gesagt, es wäre gut, wenn man da Dollar dabei hat. Das nehmen die gerne als Trinkgeld. Gell? Also glaubt der Reiseleitung kein Wort, gell? Das ist eine interessante Geschichte. Hallo, wer braucht denn hier noch Strom? Da, no Atomstrom in my own home. Ja, und jedenfalls, die Reiseleitung hat halt gesagt, ja, nehmt ruhig die Dollars mit, die mögen das. Okay. Die mögen das. Also sie finden Dollar cool und nehmen das gerne als Trinkgeld. Nicht als Trinkgeld, als Trinkgeld. Hört bloß nicht auf den Professor, der erzählt einen Müll. Ja, jedenfalls, wie weit geht denn jetzt eigentlich die zweite Linie? Das muss der Professor jetzt erst nochmal kurz gucken. Jetzt habe ich wieder zurückgewandelt. Einen Moment, ich komme gleich zum Ende mit der Geschichte. Mach mal auf da. Ja, wo ist denn die... Hä? Ach. Aber wieso zeigt er... Warum zeigt er die denn nicht an? Hä? Hä? Jetzt bin ich ja total verwirrt. Was ist denn das hier für ein Käse?
Ja, die muss doch hier eigentlich... Ach, ist die Linie jetzt irgendwie aufgelöst oder... Das kann ja gar nicht sein normalerweise. Nur weil da kein Strom ist, seid ihr noch ganz dicht? Da ist übrigens Zug... Schon wieder. Da ist übrigens Zug 45, gell? Jetzt weiß ich auch warum. Der andere Zug scheint, also die 41 scheint sich aufzuhalten in dem Bereich, wo bereits Strom ist. Deswegen hat er den zugelassen beim Kauf. Das habe ich aber so auch noch nie festgestellt. Ich hoffe, ihr habt den ganzen Käse verstanden, den ich gerade von mir gegeben habe. Okay, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen Strom geben. Funktioniert das jetzt? Ja, ich gucke einfach mal nach. Ja, das geht. Nee, ich möchte jetzt hier mit euch zusammen diese Strecke erstmal fertig bauen. Komplett. Auch wenn mir das Spiel das ein bisschen schwer macht. Weil ich hätte die Linie ganz gern gesehen. Jetzt hat er die irgendwie rausgelöscht. Und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Gut, jetzt entstehen hier natürlich durch die Oberleitung auch weitere Wartungskosten. Nehme ich mal stark an. Das ist wahrscheinlich so. Und ich will das auch so. Ich meine, das ist ja reell, so eine Oberleitung. Wie weit geht denn die zweite Linie? Geht die jetzt bis hier oben hin? Weil ursprünglich war es ja so, gell? Ich weiß nicht, warum er die jetzt nicht... Vielleicht zeigt er sie jetzt gleich wieder an. Das verwirrt mich jetzt, ehrlich gesagt. Aber warte mal. Kurz laufen lassen mal. Ah, genau, da ist sie. Ja, komisch, guck, jetzt geht sie wieder bis hier hin. Das ist echt stark. Gut, jetzt werden wir gleich versuchen, den Zug 45 auch noch umzuwandeln in einen Elektroschlucker. Denn Elektro ist ja so modern, ihr wisst ja, vielleicht hat jeder von euch auch schon so einen Elektroflitzer zu Hause. Ich habe das nicht, denn ich halte davon nicht viel. Näheres dazu in der nächsten Folge und auch der nächste Zug. Was ist denn das? Also bevor es in der nächsten Folge weitergeht, gucke ich hier nochmal rein, was hier denn so los ist. Denn hier stimmt immer noch irgendwas nicht, wie ihr seht. Bis zur nächsten Folge am Donnerstag. Würde mich freuen, wenn auch du wieder dabei bist, hier bei Transport Fever 2 mit dem Professor Fox zusammen. Macht's gut.